Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir werden eine weitere Mission starten. Ja, wir sind bei Vermächtnis der ersten Klinge. Wir haben eine neue Quest. In der letzten Folge haben wir Kletter getroffen, ne? Kletter ist die Mutter des Orkans, ne? Sie ist wohl mal abgehauen als Kind oder Jüngling und hat sich dann diesen Orden des Sturms angeschlossen und führt den so sogar an. Nun ja, dieser Orkan tyrannisiert die ganzen Leute hier in Achaia oder Achaia, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, da hier das Gebiet. Und Kletter selbst, die Mutter ist auch da. Die kann sich schon mal darauf einstellen, dass wir ihre Tochter zur Rechenschaft ziehen werden. Auf jeden Fall. Wir müssen Informationen sammeln zu der ganzen Sache hier. Spuren finden. Aufgrund der Bedrohung, die über Achaia lag und da der Orden sie verfolgte, beschlossen Alexios und Dareios, diese Gefahren zunächst aus dem Weg zu räumen. Wir werden diesen Orden des Sturms stören, wo wir noch können. Wir müssen Kletter einen sicheren Weg aus Achaia für sie finden, ne? Für die ganzen Bewohner. Und wir haben diese zwei aktuellen Ziele: Nemaspur nachgehen und Dareios-Spur nachgehen. Wir werden jetzt einfach mal, das sind alles jetzt Nebenquests hier. Wir werden jetzt einfach mal auf der Karte gucken, was am nächsten dran liegt. Hier, schaut mal. Es ist eine Vermächtnis. Da oben sind auch jede Menge Punkte. Vermächtnisquest herausgelesen. Triff Dareios in Patrei. Oder Patrei, wie auch immer. Begib dich zur Schiffswerft. Wie gewünscht traf Alexios Nima in Patrei, wo sie ein. Wir haben sie schon getroffen, aber ich bin einer anderen Mission nachgegangen, Leute. Egal, das ist jetzt nebenan. Wir machen das, finden und beschaffen Informationen über den Orkan. Eins von vier haben wir schon. Aha. Jetzt wurde uns das da oben auch schon mal markiert. Das ist gut. Und hier. Wir werden die mal alle suchen, ja? Es sind ja nur noch drei. Unter anderem in einer Festung. Das wird bestimmt lustig. Gut, wir gehen jetzt alle mal nach, ja, Stück für Stück. Das muss das Haus des Phönikers sein. Wenn ich mich nicht irre. Ja, wir gehen mal dahin. Moment, wie sehen eigentlich die Fähigkeiten aus? Habe ich die richtigen Fähigkeiten nach? Ja. Ikarus. Ich bin da. Der hat schon was gefunden, aber hier wird bestimmt auch was los sein. Fliegt mal was höher. Okay, ein Gegner. Eine Schatzkiste. Da ist ein großes Arschloch. Ein paar kleine Arschlöcher. Hallo? Aha. Wenn wir die zerstören, diese Kornkammern hier, dann können wir das Gebiet schwächen und dann eine Schlacht, ne, durchführen auf Seiten der Athener oder der Spartiaten, ne? Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir gehen da rein und kümmern uns mal um die Informationen in dem Phönikerhaus. Der steht. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Kann ich den rufen? Nein. Nur nach unten drücken zum Pfeifen. Kommst du hier ran? Mach doch keinen Scheiß. Nicht erwünscht. Töte Also ihn! Okay, das war knapp, Leute. Ich habe ganz vergessen, dass ich gar keine versteckte Klinge habe. In dem Spiel gibt es nämlich keine. Wie ihr wisst, mit Ezio wäre es einfacher gewesen. Meine kleine Nebensache: Am 30.04. ist der offizielle Trailer zu Assassin's Creed Valhalla veröffentlicht worden. Nordische Mythologie, Wikinger und so weiter. Und da hat der Wikinger tatsächlich endlich mal wieder eine versteckte Klinge. Ich finde es überhaupt schade, dass man die hier überhaupt rausgenommen hat. Auch wenn Odyssey klasse ist. Aber die versteckte Klinge, die fehlt mir. Aber wir haben ja trotzdem sowas wie einen Schleichangriff, nicht? Ja, super. Das war natürlich ein Dicker. Der hat natürlich alle alarmiert. Aber egal, das kriegen wir hin. Ikarus, jawohl, Junge. Komm mal her.
Da bin ich aber anderer Meinung. Vor allem brennst du hier und nicht ich. Ein wenig später, aber wir haben den einfach mal das Schild geklaut. Okay, jetzt müssen wir mal wieder ruhig bleiben. Die sind nicht alle gekommen, ein paar sind noch da. Missionsziele anzeigen. Einen Schatz gibt es hier noch, den Befehlshaber haben wir mal ausgeschaltet. Einen Schatz geplündert, einen gibt es noch. Den Hohlmond, Leute, den Hohlmond. Mal ganz nebenbei, ne? Alles schön auf 100%. Sehr schön. Ist auch noch ein Questgegenstand, Leute. Hier liegt aber noch was. Ah, was machst du denn hier? Na Wunder. Kopfgeldjäger. Aha. Genau, komm, Bayek, hol sie dir. Ich glaube, der Hund hat mich schon gesehen, oder? Nein, hat er nicht. Ups. Er ist nur ein paar Sekunden da. Auf jeden Fall hat das ausgereicht, Leute. Komm schon! Danke, Bayek. Er ist eine große Hilfe. Richtig große Hilfe. Sehr schön. Gut, wir holen uns die Informationen und dann Abflug, ja? Wir müssen ja noch ein paar andere finden, so ist es nicht. Nehmt was? Jetzt habe ich das nicht gelesen. Zeig mir mal die Informationen, ich will wissen, was das ist. Nehmt die Gestrandeten in Wura fest. Wir können nicht zulassen, dass sie sich dort niederlassen. Ich weiß, dass jemand aus diesem Dorf ihnen behilflich sein wird. Jemand, der sich nicht zurückhalten kann, wenn Menschen in Not sind. Du musst sie zusammentreiben, und zwar alle. Kann das sein, dass der Orkan, Antwort vom Orkan, Kletter gemeint hat? Dass der Orkan weiß, dass Kletter ihre Mutter ist? Das sind immer alles gute Fragen, ne? Aber die Antwort, die werden wir später noch bekommen. So, unser nächstes Ziel, unsere Information ist 600 Meter entfernt, Leute. Hier sind wir durch. Können wir ein paar Kleinigkeiten sammeln. Ich würde sagen, wir sehen uns vor Ort, ja? Bis gleich. Okay, Freunde, wir sind da. Die nächste Information werden wir hier in Olyros oder Olyros Festung finden. Ikarus hat schon was gesehen. Natürlich hat er schon was gesehen. Ja, da zeig mir mal, was du gesehen hast. Okay, da unten ist ein Dörfchen. Da müssen wir nicht hin. Da wäre ich. Perfekt. Ist ja, ja, müssen ja gar nicht komplett da reinstürmen, Leute. Da ist noch einer. Da ist ein unterirdischer Zugang, die ich nicht unbedingt benötige. Wäre nur ein längerer Weg. Okay, dass da etwas mehr los ist, war klar, oder? Ich würde sagen, ich bewege mich hier außen auf der Mauer und dann da zwischen dem Baum und das Gemüse kommen wir dann nach da. Natürlich müssen wir aufpassen vor den Feinden, aber ich denke mal, das ist der einfachste, der beste Weg, ne? Schnellste Weg. Neuer Anführer entdeckt, hallo. Kleine Planänderung, den hole ich mir. Den werde ich mir auf jeden Fall holen, aber ich werde mir jetzt erstmal die Information beschaffen, Leute. Gut, wir gehen rein. Hier sind verdammt viele wilde Tiere. Aber okay. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ich stelle auch keine Fragen. Warum?
Lieber erstmal gucken, ne? Ich brauche nämlich genug Scheiße in diesem Spiel. So, das Seil sollte ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Wir bleiben auf der Mauer, wie geplant. Und schalten die alle nach und nach raus, so, mit und mit. So, der liegt schon mal. Der geht runter, das ist gut. Ruhig, 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 ruhig. Die anderen haben mich nicht gesehen. Die Leiche ist jetzt zwar nicht weg, aber ist okay. Sollte sie erstmal nach hier kommen. Jetzt wird es interessant. Ich werde mir jetzt aber erstmal Bayek rufen. Er soll sich mit dem erstmal ein kleines Späßchen erlauben. Genau, am besten hier reinlocken. Das ist natürlich genial. Jetzt holen wir uns den. Scheiße, er hat mich gesehen. Jawohl. Befehlshaber ausgeschaltet. Sehr schön. Hier runter? Dafür, dass da wichtige Informationen versteckt sind, ist das ziemlich unbewacht, nicht wahr? Ich meine, das kann uns natürlich nur zugutekommen. Wir rodeln runter. Und rein hier. Ich gehe lieber nochmal einen Schritt zurück. Der kommt nämlich jetzt rauf. Aha, ich wusste es. Hier ist irgendwo ein versteckter Eingang. Sehr schön. Wir kommen also rein, ohne hier großartig auf... Also, ne? Uns, Sach zu verraten. Das ist sehr gut. Informationen nehmen. Wir müssen unsere Patrouillen gegen Osten verdoppeln und gewappnet sein, falls Athen wieder in unsere Gewässer vordringt. Wenn nötig, müssen Streitkräfte dafür in den Osten verlegt werden, um die Patrouillen zu stärken. Wir müssen Zeit gewinnen, wenn die neue Waffe Teil unserer Flotte werden soll. Meinten die den Flammenwerfer? Wir brauchen Zeit, um unsere Flotte mit den neuen Waffen auszurüsten. Neue Stimmt. Waffen. Das klingt gar nicht gut. Neue Waffen, ja, also unter anderem vielleicht. Der Flammenwerfer. Ich hätte den gerne. Ja, wir müssen wirklich mehr über den erfahren. Okay, komm. Zack. Noch zwei. Ja, moin. Der sieht mich nicht. Sehr schön. Wir plündern, was wir können. Den einen Schatz hole ich mir jetzt mal. Sehr schön. Unentdeckt geblieben bisher. Okay, dann gibt es da hinten noch was zum Zerstören, da was zum Zerstören und diese und da oben dieser Juffe da, ne? Dieser Typ da. Den holen wir uns auch. Dann haben wir die Festung auf jeden Fall abgeschlossen zu 100%. Zwei Mann. Einmal. Zweimal. Sehr gut. Ich schalte es. Ich mache erstmal das Ding da hinten kaputt. Zwei von drei. Suchst du etwas? Scheiße, ich habe gar nicht gesehen, dass da einer stand. Da war auch einer, der ist noch nicht alarmiert worden. Mann, da kommen sie, da kommen sie. Und rein ins Getümmel, Leute.
Sauber, Ikarus, du machst das schon. Kommt mal hier rein. Her mit deinem Schild. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Kopfgeldjäger unten hinter uns. Gift. Nicht gut. Her damit, mit deinem Schild. Ich hab dich gehört, Junge. Nein! Was für Signalfeuer? Oh, scheiße. Den muss ich aufhalten. Ist nicht. Ist nicht. Ältesten Hinweis in der Nähe. Sehr schön, Leute. Da muss ich auf jeden Fall mal ran. So, jetzt knallt es. Passt auf, Leute. Wir machen jetzt mal Ring des Chaos rein. So. Diese versteckten Angriffe, die bringen ja jetzt nicht mehr viel. Das heißt, wir kommen, machen den rein und Ares Schlachtruf, was unsere Angriffe und Verteidigung verbessert. So, oh wei, ich bin... Oh nein. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Nein! Fuck. Junge, Junge, Junge. Das ist ja mal richtig knapp. Ein Kratzer noch und ich bin weg. Da haben wir mal Schwein gehabt. Er hätte viel besser laufen können. Ich kann ewig kämpfen. Ja, ne, ich kann nicht ewig kämpfen. Hast schon recht, aber ich mache euch trotzdem klar. Du wirst schon sehen. Nein, der holte Verstärkung. Ja, egal. Okay, komm ran hier auf den Meter. Zorn des Ares. Ring des Chaos. Was für Getrummel, weg da! Gut, ich hole mir jetzt den Schatz. Eins nach dem anderen. Ganz easy, das klauen wir uns auch. Danke. Oh, Junge, du bist aber mutig, komm rein hier. Und tschüss. Bams. Das geht dich überhaupt nichts an, was ich hier getan habe. Was fehlt denn jetzt noch? Einmal Kriegsvorräte, da hinten. Und ein Schatz. Und Polymarch natürlich auch.
Und tschüss. Da, der Anführer des Staats Astraya ist jetzt angreifbar. Staatsschatz, nehmen wir uns auch noch mit. Komm her. Für die Firma. Dankt, Leute. Perfekt. Oh mein Gott, Alter, was machen die? Oh, 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 oh. Geh doch da raus! Oh mein Gott. Was für ein Tier! Egal, ich hole mir jetzt den Schatz und dann tschüss. Spring! Jawohl. Perfekt. Da, die suchen mich. Okay, Schluss mit lustig. Eiliges Attentat. Ausrüsten. Waffenruf. Zur Ablenkung ist das genial, den Kollegen zu rufen hier. Irgendwo war auf jeden Fall ein Ältestenhinweis. Den hätte ich so gern. So, du bist dran, Bayek. Heute stirbst du. Adlerangriff. Marsch den Bay auch nochmal, dass er auch nur nicht schreit. Ich komme hier nicht weg, ohne entdeckt zu werden. Ach Scheiße, das ist ein Kopfgeldjäger. Ja, komm mal her. Ja, das sagst du, was Scheiße. Den habe ich. Autsch. Jetzt fängt die Scheiße schon wieder an. So, jetzt aber. Boah, dieser Gift-Heini, Alter, gibt mir so dermaßen auf den Zeiger. Aha, der hat gesessen.
Komm mal her mit deinem Schild. Jawohl. Hab dich. Dabei nicht runtergefallen. Das ist Sparta, Junge! Jawohl! Geht doch. Sieht aber gut aus, so. Oh, tschüss. War du auch? Oh, fuck. Und tschüss. Hat wohl nicht so gut geklappt, das da. Na egal. So. Dich habe ich. Was mit dir, Junge? Das war's. Bams! Anführer besiegt. Kann ich Teddy nicht, doch, ich könnte Teddy eigentlich auch zähmen. Können aber auch töten und das Fell klauen. Junge. Ende mir Lände. Irgendwo soll ein Ältestenhinweis versteckt sein. Ich muss den haben. Da ist er! Brief an den Makler, Ältestenhinweis. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal rein, was uns das eingebracht hat, das ganze Theater hier. Wir können ihn enthüllen. Sauber, Freunde. Machen wir auch. Die Ozeane mögen weit wie die Welt sein. Doch bislang konnte es Nestor, der Eindrucksvolle. Ich werde mal auf Verfolgen drücken, nur um zu wissen, wo sich der Typ aufhält. Der müsste auch hier in der Shire sein, oder? Nee, der Ozean, hat er doch gesagt. Der ist hier draußen unterwegs, Leute. Okay, wir werden uns das, die letzte Information besorgen. Das zieht sich sonst hier noch ein Weilchen. Verfolgen. Ich spreche mit dem Vorsteher der Schiffswerft. Das muss doch die... Ne, gar nicht wahr, das ist doch falsch, oder? Hier. Beschaffe Informationen. Dafür müssen wir allerdings erstmal hier aus diesem Krisengebiet raus. Dürfte ja eigentlich jetzt nicht mehr so schwierig sein. Auf jeden Fall mal hier gut gelootet, ne, und uns einen ordentlichen Kampf geliefert. Aber sowas zieht sich gerne mal in die Länge. Komm, Jump, Adlermann. So, wir sind draußen. Ich porte mich mal dahin, Leute. Wir sehen uns vor Ort. Ja, bis gleich. So, Leute, wir sind da. 160 Meter ist unsere letzte Information entfernt. Über den Orkan. Das holen wir uns. Damit diese Informationsbeschaffungsmist hier auch ein Ende hat.
viel dazu. Ich möchte jetzt aber auch unbedingt diese Informationsbeschaffung abschließen, damit wir in der nächsten Folge mal wieder ordentlich auf die Pauke hauen können. So, Haus des Anführers. Oh, hab ich total vergessen. Sollte nicht einfach überall reingehen. Gucken wir uns an. Hier müssen bestimmte, ja, sind bestimmt ein paar Typen. Da ist die Information. Icarus, ich sehe nur einen Gegner. Also, ich könnte eigentlich auf den Hof gehen. Da ist nicht viel. Nur der könnte mich sehen. Wir können aber auch einen Adlerangriff machen, um den abzulenken, und dann gehen wir rein. Machen wir auch. Sauber, Icarus. Ich liebe diesen Vogel. Und rein da. Easy. Manifest des Ordens. Der Orkan macht sich gut, viel besser noch, als wir gedacht hätten. Unsere Bedenken waren unberechtigt. Ihre Verbindung zu diesem Ort hat weder ihr Urteilsvermögen getrübt, noch ihre Handlung beeinflusst. Sie bringt den Sturm. Trotzdem führe ich meine Beobachtung fort. Wer hat das geschrieben? Eine tadellose Leistung, aber ich werde meine Beobachtungen fortsetzen. Diese Frau sollte den Orkaner spionieren. Interessant. Das sind alle Briefe, die ich brauche. Der Orkan ist eine brillante Strategin. Hm. Ein offener Kampf bringt nichts. Nein, scheint nicht. Um sie zu besiegen. Vor allem hat sie ja neue Waffen, ne? Nicht nur diesen Flammenwerfer, den wir mal gesehen haben in der letzten Folge. Vermutlich, ne? Die wird wohl noch einige andere Sachen Überraschung auf Lager haben. Ja, moin. Ups. Es sind die Leute nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. War nur ein Versehen, Alter. Ja, moin. So, ich verschwinde mal hier. Und da würde ich sagen, Freunde, die Informationsbeschaffung ist vorbei. Die nächste Folge wird nicht lange auf sich warten lassen. Auf keinen Fall. Aber wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge, ja? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Like dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.